Einen wunderschönen Willkommen zurück zu Der Saboteur. Wir haben in der letzten Folge wirklich Schreckliches erlebt. Und zwar genau auch die Auslöser, weswegen wir in der Situation jetzt sind, wie wir jetzt sind. Wir haben unseren besten Freund verloren. Was heißt bester Freund? Eigentlich jemanden, der für uns ein Bruder war. Und das allgemein nur durch Nazis. Nun gut, ein bisschen Schabernack war ja mit dabei, also letztendlich ist man nicht gerade unverschuldet in die Situation gekommen. Aber das, was danach passiert ist, war ja dann doch wohl wirklich allerschärfste Kajüte. Also ganz ehrlich, das geht gar nicht, überhaupt nicht. Hier ist unser Kumpel. Eine Tür, die nicht aufgeht, okay. Oh la la, les gens sont si tristes en ce moment. Bonjour, Sean. Bonjour, Chérie. Schönen guten Morgen, die Damen. Hallo. Da, 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 da. So, wo ist Luc? Luc ist oben, oder? Und die feiern wieder Party da unten. Hier, ja, doch. Aber ich finde das cool gemacht mit dem Schall, mit dem Ton. Mädels, fallt da nicht runter, ja? Bitte. Ach, gucke mal. Sean! Ich glaube, Sie schulden mir einen Drink. Aber natürlich, mein Freund. Und? Haben Sie die Explosion gesehen? Magnifique. Haben Sie jemals so ein Feuer gesehen? Nur einmal. Aber das ist lange her. Wir fangen ja auch gerade erst an, mein Freund. Sie haben ein gewisses zerstörerisches Talent, Sean. Sieht so aus, als hätten Sie Ihre Berufung gefunden. Sean, bitte entschuldigen Sie, Monsieur Godin. Ich wusste nicht, dass Sie sich kennen. Gerade erst kennengelernt. Es ist eine Ehre, Sie zu treffen, Monsieur. Bitte nennen Sie mich Luc. Ja, ich habe all Ihre Bücher gelesen. Ich glaube kaum, dass Sie irre sind, um über Literatur zu sprechen. Ne? Haben Sie von der Explosion im Benzinlager gehört? Ja, hässliche Sache. Da hat wohl jemand eine Zigarette weggeschnippt. Die ja. Deutschen sind außer sich. Haben eine Menge Leute verhaftet. Angebliche Rebellen. Schon. Sie haben Vittore. Wo? La Villette. Was? Das alte Schlachthaus. Die Gefangenen sollen erschossen werden. Wir müssen was unternehmen. Ach, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wer A sagt, muss auch B sagen, verdammt. Oha. Inhalt wird geladen. Ich wollte dann gespeichern. Was auch immer das gerade eben war. Wir müssen Vittore retten, unseren Mentor. Also schnell raus hier aus dem Sündenpool. Bum, bum. Wollen wir sie wieder schreien lassen? Ich mag es, wenn sie schreien. So. Und raus. Sollen sie ruhig schneien. Schneien, schneien. Guten Morgen. Was? Oder wie spät es auch sein. Verdacht. Ach, das hatten wir schon in der letzten Folge. Die Verdachtsanzeige ist der Kreis um die Übersichtskarte. Sie zeigt an, wie misstrauisch die Deutschen in Seans Umgebung sind. Das Ausrufezeichen-Symbol unter der Übersichtskarte ist die Sichtbarkeitsanzeige. Kann ein Deutscher Sean sehen? Leuchtet es auf. Bestimmte Verhaltensweisen erregen die Aufmerksamkeit der Deutschen und steigern ihr Misstrauen. Dazu gehören Waffen offen tragen, Sprengstoff deponieren, klettern, Prügeleien, Betreten von Sperrgebieten, Deutschen oder ihren Einrichtungen zu nahe kommen und schleichen. Beobachtet ein Deutscher Sean bei einer verdächtigen Aktion, färbt sich die Verdachtsanzeige gelb und füllt sich. Wenn sich Sean nicht mehr verdächtig verhält oder versteckt, färbt sich die Verdachtsanzeige weiß und leert sich. Ist die Verdachtsanzeige voll, versucht ein Deutscher mit seiner Pfeife Alarm zu schlagen. Sean kann verhindern, dass die Deutschen Alarm schlagen, indem er sie ausschaltet, bevor sie in ihre Pfeife blasen. Schlägt ein Deutscher Alarm, eröffnen alle Deutschen in der Nähe das Feuer, um Sean auszuschalten. Neutralisierst du während einer Alarmphase Deutsche, erhöht sich die Alarmstufe. Diese bestimmt, wie heftig die Reaktion der Deutschen ausfällt. Um den Deutschen zu entkommen, verlasse unbemerkt den roten Alarmbereich oder verstecke dich. Okay. Deutsche gehen verdächtigen Geräuschen wie Explosionen und Schüssen nach. Ist ein Geräusch zu hören, erscheint auf der Übersichtskarte eine gelbe Verdachtszone. Deutsche in der Nähe gehen der Sache sofort nach. Wird Sean in einer Verdachtszone entdeckt, wären die Deutschen misstrauisch.
Sperrgebiete sind deutsche Stützpunkte, Vorposten und andere abgeriegelte Bereiche. Sie sind auf der Übersichtskarte mit Stacheldraht markiert. Wird Sean in einem Sperrgebiet gesehen, versuchen die Deutschen sofort Alarm zu schlagen. Jetzt kommt es aber mit geballter Macht, oder? Hier, nehmen Sie das. Mit Vergnügen. Wie kann ich die... Na dann los. Ah, mit C. Kann ich die Waffe wegpacken. Ja, ja, ich habe keine Waffe. Herr Stahlhelm, der muss doch schwer sein. Und jetzt hat er seine Waffe versteckt. Da gibt's der mir die Waffe hier an... Also bitte, bring Luke zum Kanal. Wir... Aber wenn ich ein Auto klaue, dann ist es egal, ne? Wenn ich jetzt das Auto hier nehmen würde. Das stört die Deutschen nicht. Gut, stört sie nicht. Wie sind Sie in diese Schlamassel reingeraten? Die Deutschen haben uns alles genommen. Unsere Freiheit, unseren Stolz. Ich habe nie gewürdigt, was wir hatten, bis es weg war. Meistens ist das leider so. Okay, hier ist noch alles farbig. Das ist gut so. Aber hier nicht mehr. Schaut mal. Wow! Britische Flugzeuge. Die bombardieren Paris? Bombardieren deutsche Militäranlagen in der ganzen Stadt. Meine Leute haben sie mit Zielkoordinaten versorgt. Ich fürchte nur, wir haben ein Problem. Ja, wir haben in letzter Zeit ein bisschen viel getrunken. Ich wollte meinen Whisky-Konsum sowieso zurückschrauben. Nein, ich meine, Ihr Freund hat nicht mehr viel Zeit. La Villette steht auf der Liste der Ziele. Oh mein Gott, wir müssen die Tore da rausholen. La Villette. Abbiegen. Das ist die Stelle. Fahren Sie ran. Ich stehe. Und jetzt? Triff dich mit Luke. Ach so, der rennt einfach weg. So. Ja? Was ist der Plan? Erstmal müssen wir die Kleider wechseln. Bitte? Töten Sie den Wachposten lautlos und ziehen Sie seine Uniform an. Blutspritzer ruinieren die Tarnung. Benutzen Sie also Ihre Hände. Sobald Sie umgezogen sind, schlüpfen Sie durch den Gang dort in die Anlage. Sie werden schnell sein müssen. Die britischen Bomber können jeden Moment ihr sein. Und was machen Sie? Ich kümmere mich um ein Transportmittel und stoße in der Anlage zu Ihnen. Und jetzt schnell, los! Brüll mich nicht an, ich bin sensibel. Schalte einen Deutschen im Nahkampf oder per Stealth-Kill aus, um dir seine Uniform zu besorgen. Hinweis, wenn du einen Deutschen erschießt oder in die Luft sprengst, ist deine Uniform ruiniert und du kannst sie nicht als Verkleidung nutzen. Halte deinen unbeobachteten Moment F1 fest, um die Uniform des Deutschen anzuziehen, des toten Deutschen vor allem. F1. Ist Sean verkleidet, kann er Sperrgebiete betreten und mit gezogener Waffe herumlaufen, ohne Verdacht zu erregen. Wenn die Deutschen Sean beim Klettern, Sprinten oder Deponieren von Sprengsätzen beobachten, schöpfen sie Verdacht. Sei also vorsichtig. Der gepunktete Kreis, der Sean auf der Übersichtskarte umgibt, ist sein Verkleidungsradius. Allen Deutschen innerhalb dieses Kreises kommt Seans Verkleidung verdächtig vor. Hältst du Steuerung fest, geht Sean wie ein Deutscher. Dadurch verringert sich die Größe des Verkleidungsradius und du kannst dich leichter bewegen, ohne Verdacht zu erregen. Ach, du Heiliger. So. Und von dem muss ich mir jetzt die Klamotten holen. Na, supi. Wir haben bloß nicht mehr viel Zeit, ne? So, ich werde hier von hinten ihn angreifen. Haben wir. Und jetzt F1 drücken. Okay. Jetzt können wir so laufen. Und so gehen wir wieder Deutscher. Das war nichts, aber besser als nichts. Okay. Achso, hier ist eine Waffe. Moment, Moment. Jawohl. Ich hoffe, das funktioniert. Schön Abstand halten. Ah, Stealth-Kills sind auch in Verkleidung möglich. Dann tun wir das auch. Ha, Batsch. Da kommt ein Auto. Ich darf also nicht klettern oder sowas, ja? Oder super.
Raubtiere sind an allen. Nein. Betty Grable ist viel attraktiver als Eva Braun. Genau. Psst. Nicht so laut. Jemand könnte dich melden, weil du einer Amerikanerin den Vorzug gibst. Ja, danke. Das vergesse ich manchmal. In Kriegszeiten müssen wir immer wachsam sein. Aber recht hast du trotzdem. Raus. Oh, wir müssen da rein. Also es kann sein, dass wir das hier mehrfach machen müssen. Huch. Vorsichtig, nicht rennen. In Autos sitzt auch einer, oder? Wir könnten da hoch, auf. Ah, das wäre sogar ganz gut. Könnten den dann da erschießen, beziehungsweise stealth-mäßig eine Attacke machen. Warum sehe ich den nicht auf der... Jetzt. Okay. Okay, brauchen wir nicht. Hä? Wieso kann ich den... Hey, plump von mir. Bist... Ich mach mich auf die Suche. Nein! Nein! Oh, Scheiße! Nein! Verdammt! Wie macht man das jetzt hier? Der Stützpunkt ist in Alarmbereitschaft. Ach so. Alarmmelder ausmachen. Okay. Ich glaube, wir hatten... Was lauert da so lange? Mach die verdammte Tür auf! Ja doch! Da ist ein Pater. John, ich wusste, du würdest kommen. Sie wollten uns schon exekutieren. Wie bist du nur in diese Schlamassel geraten? Das erkläre ich dir später. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei. John. Luke, wie schlimm ist es? Die Kugel bringt mich nicht um. Aber was? Wenn wir nicht schnell ein sicheres Plätzchen finden, tun es diese Bomber. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar keine. Der Angriff hat schon begonnen. Okay. Alle Mann in den Keller. Los, bewegt eure Ärsche. Alle nach unten. Welcher Keller? Da. Okay. Da haben wir aber Schwein. Wir hatten wirklich verdammtes Glück gerade eben. Ging aber viel zu einfach irgendwie. Chancetaten haben die Menschen in diesem Viertel ermutigt, sich gegen die Deutschen aufzulehnen. Dieser Sinneswandel wird durch den Einzug von Farben in dieses Gebiet angezeigt. Die Resistance ist in farbigen Gebieten stärker und effektiver. Das haben wir ja schon festgestellt vorher, ne? Okay. Kontrollpunkt. Erfolg. Revolverheld. Vergünstigung freigeschaltet. So, wo sind wir jetzt hier? Sieh nach Luke. Mal gucken. Wo bist du hergekommen? Bin ihnen gefolgt. Dafür danke ich ihnen. Als ich die Verwüstungen nach dem Bombenangriff sah, es war schrecklich. Ich dachte, alle wären tot. Was ist passiert? Ich bin aufgestanden, anstatt mich zu duken. Vielleicht sollten Sie weiter Bücher schreiben. Wie schlimm ist es? Die Wunde ist schmutzig. Er braucht Antibiotika. Ich suche eine Apotheke. Die Antibiotika-Bestände werden von den Deutschen streng kontrolliert. Dann trete ich ihn eben in den Arsch. Da ist ein besserer Weg. Siehst du den Mann da drüben? Etwa der Kerl, der grinst wie ein Honigkuchenpferd? Er heißt Santos. Ich habe ihn im Bell gesehen. Er ist ein Schwarzhändler. Er besorgt okay. uns alles, was wir brauchen. Ich werde mit ihm reden. Natürlich, wenn er die Kohle kriegt dafür, oder? Hallo, Schwarzhändler.
Sind Sie Santos? Wer will das wissen? Der Mann, der verhindert hat, dass die Deutschen die Mauer mit ihrem Hirn streichen. Und jetzt werden Sie etwas für mich tun. Claro que sí. Was kann ich für Sie tun, amigo? Antibiotika. Das harte Zeug. Verstehe. Ich kann Ihnen das Zeug besorgen, aber das wird nicht billig. Der Schwarzmarkt ist ein Handelssystem. Sie brauchen was, das Sie dagegen eintauschen können. Was denn? Schmuggelwaren natürlich. Heute Morgen habe ich einem deutschen Offizier einen Dom Perignon verkauft. Bringen Sie mir die Flasche. Ist ein Vermögen wert. Für die richtigen Leute. Okay. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Wir sind doch jetzt im Bunker, oder? Wie kommen wir hier? Ach so, Tür öffnen. Idiot. So, wir sind jetzt im Bunker, beziehungsweise das Ding müsste jetzt frei von Deutschen sein, oder? Rein theoretisch. Wir haben Fleisch, wir haben ja alles hier. Mal gucken. Ja, das... das sieht gut aus. Dann wollen wir mal. Ein netter kleiner Ort ist das hier. So, wie weit ist das eigentlich entfernt? Nicht, dass ich jetzt hier umsonst... Ah, nee, war der LKW. Komm, lass. Finde die Flasche. Flasche. Bam, 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 bam. Wow. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ach, das ist auch noch... Ah. Wir erregen hier auch gleich noch öffentliches Ärgernis. Comment vous faites pour rester si beau? Ach, hey. Was redet denn der da? Der Wichser schmeißt wohl gerade eine Party. Ich muss mir die Flasche schnappen, bevor er sie köpft. Okay. Ja, 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 ja. Ich halte ja schon Abstand. So, wo klettern wir am besten hoch? Denn ich denke mal, klettern ist hier eine super Sache. Weil wir können... Können wir hier? So. Okay. Aua. So, denn wir können bestimmt hier... Oder auch nicht... Ich dachte, wir könnten... Boah. Lass doch mal los, lass doch mal los. Können wir hier? Ja, können wir. Andere Richtung. Nein. Ach, verdammt. Die Idee war gut, aber... Nein! Ah! So, jetzt probier's nochmal. Jetzt aber. Gut, man muss nur wissen, wie man es nehmen kann, die ganze Geschichte. So, wir sind in der Verdachtszone. Und dann schauen wir mal. Wir können dort rüber. Hammer. Wieso, wer hat mich... Da drüben ist die Party.
Hier ist aber verdammt viel. Was? Scheiße. Scheiße. Weg mit euch. Scheiß Nazis. Los. Fall um. Ob's da die Flasche geht nicht kaputt. Was? Was ist los? Warum ist da so ein grünes Symbol? Hä? Wir treffen gar nicht. So. Du bist auch weg. Aua. Huch. Gott, weg mit euch. Ich will doch nur die Weinflasche. Aha. Das ist ein Versteck. Ich muss diese Crowds abschütteln, bevor ich zu Santos zurückkehre. Lässt er mich auf dem Römerplatz? Ja. Ich gehe in Deckung. Okay. Gut, also man kann immer wieder hier rein, so wie es aussieht. Und das ist auch ein Kontrollpunkt. Scheinbar. Also man kann jederzeit... Und damit kommen wir dann durch. Und wie es dann aussieht, wenn wir dann ankommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Firefox.